magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Hey, Mila und Morphin, seht euch meine neuen Rollschuhe an. Wow! Kommt ihr mit mir in den Park? Ich will ein paar neue Tricks üben. Können wir auch gehen, Papa? Klar. Vergesst eure Rollschuhe nicht. Bis gleich. Hui! Aber ich hab doch gar keine Rollschuhe. Du kannst mein altes Paar ausleihen. Die sind irgendwo da oben. Yay! Hier. Louis Lichtgeschwindigkeit Inline Skates. Ah, wie hab ich die geliebt. Danke, Papa. Die sind super. Ups. Na ja, da wächst du rein. Aber noch sind sie zu groß. Ich hab eine Idee. Ich bitte das magische Haustier Inkra, mich groß genug zu zaubern, um in die Rollschuhe zu passen. Inkra, bitte mach mich groß. Es funktioniert, danke. Wow, wow, wow. Mila, riesig. Ja, zu groß für Papas Rollschuhe. Hey, wir können von hier oben den Park sehen. Da ist Enzo. Groß sein macht total Spaß. Onkel John, sieh mal, da sind Mila und Morphin. Und sie sind Riesen. Ich bin mir sicher, ein magisches Haustier hat Mila so groß gezaubert. Ich will das magische Haustier. Ich will es. Dann kann ich richtig, richtig, richtig großes Eis machen. Entschuldigung, wenn ich nicht mit meinen Freunden spielen kann, will ich nicht groß sein. Mila und Morphin, ich brauche eure Hilfe. Die Banditen verbreiten Chaos. Sie machen alles in meiner Stadt groß. Ho, dich auch. Sie haben sich Inkra geschnappt. Morphin, verwandle dich in ein Rennauto. Ja. Fahr los. Whee! Oh. Inkra, ich hab dich. Morphin, verwandle dich in einen Käfig, um die Banditen zu fangen. Hey, Onkel Jorn, Hilfe! Oh nein! Nicht immer Spaß, groß zu sein. Los, gehen wir in den Park und sehen Enzo bei seinen Rollschuhtricks zu. Dieses Paket kam gerade von Polizist Freeze als Dankeschön fürs Banditeneinfangen. Wow, neue Rollschuhe in genau meiner Größe. Mila, Morphin, habt ihr meine Brille irgendwo gesehen? Ja, Papa. Sie sind genau hier. was ist das denn? Mein Apfel ist plötzlich ein Ball. Wer ist denn dieser süße Fratz? Na klar. Blazy. Zaubertier.
Mit der Kraft, jeden Gegenstand in ein Spielzeug zu verwandeln. Wie konnte ich dich nur vergessen? Ich erinnere mich, wie der Weihnachtsmann ins Zaubertiercenter kam und sie vorstellte, damit sie ihm und seinen Elfen helfen konnte, Spielzeug für alle zu machen. Wir können sie nach Hause bringen und rechtzeitig zum Weihnachtsessen wieder hier sein. Yay, Weihnachtsmann! Placy! Ein magisches Haustier, das Spielzeug herzaubert. Ich muss sie haben. Ich hab einen Plan. Morphel, verwandle dich in ein Rennauto. Nordpol, hier kommen wir. So viel Schnee. Wir brauchen etwas, das auf dem Schnee fahren kann. Morphel, verwandle dich in einen Schlitten. Oh nein, die Banditen verfolgen uns. Morphel, füge Raketenbooster hinzu. Lass uns Spielzeuge herzaubern. Morphel, verwandle dich in einen Schneepflug, um dich auszugraben. Jetzt holen wir uns Placy von den Banditen zurück. Wir haben es geschafft. Die Werkstatt vom Weihnachtsmann. Ho, ho, ho! Da bist du ja, Placy. Ich war so besorgt und habe dich überall gesucht. Sie war im Zaubertiercenter und hat ganz viel Spielzeug hergezaubert. Oh je! Placy, bitte zauber sie alle zurück, bevor Mila nach Hause kommt. Ho, ho, ho! Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Gern geschehen, Weihnachtsmann. Ich kann's kaum erwarten, meine neue Kamera auszuprobieren. Ich mache ein Foto von der ganzen Familie und hänge es an die Wand. Und wir passen darauf auf, dass alle gut darauf aussehen werden. Morphel, verwandle dich in einen Elefanten. Okay. Jetzt können wir allen eine Dusche geben. Ganz schön sauber. Gut gemacht, Morphel. Oh nein, ich glaube, mein Zahn wackelt. Eine Kamera? Ich will sie haben, Onkel Jorn. Ich tu alles für dich, Winston. Lass sie uns stehlen. Gut, wo ist der Auslöser? Neue Kamera. Wie soll ich denn jetzt unser Spezialfoto machen? Wir holen sie zurück, Papa. Schnell, Morphel. Verwandle dich in den Hallen. Bitte lächeln! Morphel, verwandle dich in einen Kuhwaffel.
rein. Und jetzt sag, Winston ist umwerfen. Neue Kamera. Danke euch beiden, dass ihr sie zurückgeholt habt. Jetzt können wir das Foto machen. Aber mir fehlt ein Zahn. So kann ich nicht auf das Foto. Sei nicht albern. Dein erster ausgefallener Zahn, das ist ein besonderer Tag. Und weißt du was? Schon ganz bald wird dir ein neuer Zahn an dieser Stelle wachsen. Wirklich? Und jetzt heißt es, bitte recht zahnlos. Warte, ist das eine Fliege auf meiner Brille? Mission erfüllt! Mila und Morphel, habt ihr euer Zimmer fertig aufgeräumt? Ich will jetzt putzen. Noch nicht, Papa. Morphel, verwandel dich in einen Bagger und räum unser Spielzeug auf. Ich habe mein Kunstprojekt für die Schule vergessen und das muss morgen fertig sein. Machen wir es zusammen, Morphel. Verwandel dich in einen Pinsel. Mila, Morphel, wollen wir spielen? Ich muss mein Kunstprojekt machen und... Morphel spielt! Okay, nur kurz. Was ihr Kinder angerichtet habt. Mein Garten ist ein einziges Chaos. Könnt ihr bitte die Blätter zusammenfegen? Tut uns leid. Ja, Herr Wanderbus. Verwandle dich in einen Besen und feg die Blätter auf, Morphel. Mila, Morphel, ich brauche eure Hilfe. Es gibt einen Notfall in der Stadt. Ich weiß nicht, wer mich zuerst helfen soll. Ich wünschte, ich könnte euch allen helfen, aber es gibt nur eine Mila. Aber es kann mehr Milas geben. Mit den magischen Kräften von Haustier Dabbler. Dabbler, vervielfache mich bitte 1, 2, 3, 4 Mal. Morphel weiß nicht, wo ist Mila? Verwandle dich in ein Polizeiauto, Morphel. Nicht in meiner Stadt. Sie sind verhaftet für versuchten Kuchendiebstahl. Mila, Morphel, bin froh, dass ihr hier seid. Könnt ihr diesen wunderschönen Kuchen zu Troy nach Hause bringen, bitte? Natürlich. Dabbler, kannst du mich bitte nochmal verdoppeln? Verwandle dich wieder in ein Polizeiauto, Morphel. Liefern wir den Kuchen aus. Verwandle dich in ein Rennauto. Warte. Hier, bitte. Vielen Dank euch. Morphel, verwandle dich in einen Besen. Verwandle dich in einen Bagger. Morphel, verwandle dich in einen Ball.
dich in ein Polizeiauto. Verwandle dich in einen Pinsel. Morphle weiß nicht, wer echte Mila. Tut mir leid, Morphle. Ich bin die echte Mila. Kannst du bitte die anderen Milas alle verschwinden lassen? Mila! Oh. Okay, wir haben wichtige Arbeit zu tun. Danke für eure Hilfe, Banditen. Jetzt haben wir Zeit, euch zur Polizeistation zu bringen. Wow, ich kann fliegen. Wow, wie? Ich weiß nicht, aber es ist toll. Spielen wir weiter Ticken. Sehen, was da los ist. Ja! Oh, ein fliegendes Mädchen. Oh, meine arme Mittens steckt im Baum fest. Könnt ihr helfen? Klar! Danke. Das ist sehr lieb von euch. Danke, Mila. Es ist toll, dass du fliegen kannst. Juhu. Mila und Morphle, könnt ihr helfen? Baki steckt auf dem Dach fest. Super. Danke, Mila. Deine Flugkräfte sind echt super. Hi, Mila und Morphle. Ich habe gehört, ihr könnt jetzt fliegen. Könnt ihr mir helfen, diese Balken auf das Gebäude zu heben? Klar. Mila braucht Morphle nicht. Ich kann den Balken nicht alleine heben. Morphle, kannst du mir helfen? Morphle, wo bist du? Wo bist du, Morphle? Ich konnte wegen Crav fliegen. Und ohne Crav falle ich runter. Morphle, Hilfe! Ah, oh nein! Morphle, hilf! Oh, danke, Morphle. Aber warum bist du weggegangen? Mila braucht Morphle nicht. Was? Ich werde dich immer brauchen, Morphle. Wirklich? Natürlich. Ja, Märchen! Okay, es war einmal, da liefen Mila und Morphle durch einen Wald. Und in diesem Wald sahen sie ein Haus, ganz aus Süßigkeiten. Wow! Sie waren sehr hungrig und wollten das Haus essen. Oh nein, was passiert mit mir? Mila, Riesen! Aber
Ich will nicht so groß sein. Komm, wir suchen ein Gegenmittel, das mich wieder klein macht. Ja! Ein Drache. Hey, Mila und Morphe, was macht ihr? Ich wurde in eine Riesin verwandelt und jetzt suchen wir ein Gegenmittel, das mich wieder klein macht. Das ist ja toll. Troy, der Drache, wird euch helfen. Der Drache hilft Ihnen? Das ist ein bescheuertes Märchen. Wisst ihr, ich habe gehört, man kann alles in dem Schloss da drüben heilen. Super, lasst uns dorthin gehen. Oh nein, ganz sicher nicht. Ich bin ein Pirat. Oh, es gibt eine Belohnung für Riesen. Oh nein! Ich beschütze dich, Riesin Mila. Wow. Morphe, wir helfen. Morphe Roboter. Oh nein, meine Kanone. Ich muss fliehen. Oh nein, das wirst du nicht. Wir haben dich aufgehalten, Pirat April. Oh nein. Was? Das war viel zu leicht. Was euer Märchen braucht, ist ein böser Zauberer. Nur wenn ihr mich besiegt, kann Mila wieder klein werden. Oh nein, es ist der böse Zauberer. Ihr werdet mich nie besiegen. Das werden wir sehen. Das schicke ich einfach zurück. Aua, das tut weh. Ich werde ihn aufhalten. Du kannst nicht fliegen, wenn dein Ballon ein Loch hat. Wow. Roboter, greif Zauberer an! Ich zaubere ein Portal, damit du nicht an mich rankommst! Ah. Oh. Oh nein! Wie können wir den bösen Zauberer aufhalten? Möchte irgendjemand einen Keks? Kekse! Sehr gerne. Danke. Oh, ich habe eine Idee. Der böse Zauberer kann keine Zaubersprüche sagen, wenn sein Mund voll ist. Mila, die Riesin, greift den bösen Zauberer, damit er nicht entkommen kann. Ich schieße mit meiner Kanone auf ihn. Ja, und ich benutze mein Feuer. Morphel, Lichtstrahl! Wartet! Welches Märchen kommt als nächstes? Oh nein! Hier habt ihr es, Leute. Wie bestellt, ganz, ganz viele Roboter. Perfekt. Ich bin so froh, dass ihr die letzten mochtet. Aber wofür braucht ihr sie, wenn ich fragen darf? Schon gut, Professor. Und bitte, bau einfach mehr für uns. Ich will mein Spielzeugauto zurück. Spielzeugauto? Ich hab dein Spielzeugauto nicht, Troy. Ja, das hast du. Ich hab gesehen, wie du es genommen hast. Wenn du es nicht zurückgibst, sag ich es deinem Papa. Mila hat kein Spielzeugauto. Na gut, wie du willst. Troy, warte! Da bist du ja, Mila. Ich war auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting, als du mich mit viel Schlamm beschmissen hast. Aber das würde ich niemals tun. Ich muss nach Hause gehen und mich umziehen, aber ich bin noch nicht fertig mit dir, junge Dame. Das ist verrückt, Morphel. Wir müssen rausfinden, was hier los ist. Verwandel dich in einen Hubschrauber. Guck mal. Mila macht Chaos. Morphel, das bin nicht ich. Ich bin doch hier. Oh.
Es muss ein Roboter sein. Los hinterher, Morphle. Verwandle einen Magneten. Lass uns ihn ins Gefängnis bringen. Beamter Freeze wird wissen, was zu tun ist. Beamter Freeze, wir haben den Roboter gefangen, der Unsinn gemacht hat. Du meinst, wie der hier? Hä? Was? Wie viele gibt es davon? Professor, wir brauchen mehr Roboter. Ich arbeite so schnell ich kann. Ich bin sicher, die Roboter sind hier lang gelaufen. Da, da, viele Milas. Eis kaufen. Okay. Wir brauchen die Fernbedienung, Morphle. Ich habe eine Idee. Mir nach. Schau, da ist Morphle. Morphle, Morphle. Schnappt ihn! Wo willst du hin, kleiner Roboter? Was zur? Alle Roboter, fangt die Banditen! Nein, nein! Ah, nein! Natürlich steckt ihr dahinter! Es ist echt eng hier drin, Stein. Rück mal, Roboter! Nein, 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 Morphle, Morphle, Eiscreme! Oh, nein! Du hast mich besiegt, Herr Archen! Herr Archen gewinnt wieder! Herr Archen, Superheld! Ich wünschte, ich wäre eine echte Superheldin. Okay, Mila Superheldin! Ich habe keine Superkräfte. Du bist albern, Morphle. Morphle hat? Jetzt, Mila, Superheldin! Wow, danke, Morphle. Du! Oh nein! Komm zurück, Bella. Mila, die Superheldin, wird Bella für dich zurückholen. Oh, da ist sie ja. Keine Sorge, Bella. Ich bin's nur mit Morphle. Oh, du hast sie gefunden. Vielen Dank. Mila, die Superheldin. Aufhören, bitte. Ja. Mila, die Superheldin, wird deinen Wagen aufhalten. Keine Sorge. Danke, Mila. Mila, rette Katze. Ja. Morphle.
ihr habt meine Eisenwagen gestoppt. Vielen, vielen Dank, Mila, die Superheldin. Keine Ursache, Sir. Das ist, was Superheldinnen tun. Mila, schau mal. Noch einmal, John. Okay, Stein. Ja! Fahr weg, John! Aber wir stecken fest! Ja! Es ist so schwer! Danke, Mila, die Superheldin. Ja! Superhelden helfen Menschen. Aber wisst ihr, was sie auch tun? Nein, was tun sie auch? Sie stecken Banditen ins Gefängnis. Morphle, komm, wir spielen Papa einen Streich. Oh, ja! Verwandle dich in... mich. Jetzt zieh diese Klamotten an. Du siehst genauso aus wie ich. Ja. Okay, lass uns den Streich spielen. Oh, du bist's, Mila. Ich hab dich nicht die Treppe runterkommen sehen. Das ist, weil ich immer noch hier oben bin. Hä? Aber... ah, also du bist dann sicher Morphle. Ja. Hey, Mila. Wollen du und Morphle spielen kommen? Mila, Morphle ist nicht da. Oh. Aber Mila spielen. Super, lass uns gehen. Troy hat nicht gesehen, dass es Morphle ist. Hi, Mila. Was sollen wir spielen, Mila? Du bist immer so gut darin, dir lustige Spiele auszudenken. Ja, genau. Fangen? Okay, Mila, du bist dran. Was? Wow. Ja. Wow. Jetzt musst du nur noch Sarah fangen. Aber wo ist sie? Ich bin hier im Baum. Ich glaube, ich kann nicht mehr runterkommen. Oh je. Mila, helfen! Warte mal, du bist nicht Mila, du bist Morphle. Oh. Danke, Mi. Morphle. Ja, ja. Es sieht so aus, als wäre Morphle nicht bei euch. Oh je. Aber Stein, ist das nicht Morphle? Und ohne Morphle können wir euch ganz viel ärgern. Aua. Du bist so klein. Lass mich los. Du bist total wehrlos. Woher kam denn dieser Ball? Au! Was ist hier los? Lass uns hier wegsteigen. Ja. Da ist Mila schon wieder. Lass uns in Ruhe. Ja. Du hast sie gut reingelegt, Morphle.
ich langweile mich so ohne Morphle. Komm, wir suchen ihn. Es ist Mila. Oh nein! Hä? Nein. Da, bitte sehr. Zwei kleine Roboter, wie bestellt. Perfekt. Wie bitte? Oh, nichts. Danke. Auf Wiedersehen. Hast du alles dabei? Ja. Perfekt. Also, schauen wir mal, ob es funktioniert. Schau, es sind die Banditen. Schau, es sind die Banditen. Dieser Plan wird hervorragend funktionieren. Psst, Morphle. Mila! Wo ist dein Ball? Vergiss den Ball. Wir spielen jetzt ein anderes Spiel. Nun, komm mit mir mit. Okay. Morphle? Du wolltest den Ball auch holen? Nein. Oh, willst du ein anderes Spiel spielen? Nein. Oh, okay. Willst du nach Hause gehen? Nein. Hast du eine andere Idee? Nein. Morphle, hol die Eiscreme. Mila, nicht spielen? Du nimmst dich sehr seltsam, Morphle. Du willst dich auch gar nicht verwandeln. Nein. Du sagst immer nur nein, nein, nein. Papa, Morphle ist komisch. Aber Mila, das ist wirklich nicht nett von dir. Hi, Morphle, wie geht's? Nein. Willst du denn Eiscreme haben? Nein. Kein Eiscreme? Da stimmt was nicht. Das tut mir leid, Morph. Hey, warte mal kurz. Na, ich sag's doch. Dieser Morphle ist nicht echt. Die Banditen. Morphle, wirklich holen Ball? Ja, Morphle, du holst den Ball jetzt. Ha, ha. Oh, sieh ihn dir an. Er macht sich bereit. Oh, hey, Morphle. Willst du mit uns Ball spielen? Hey! Papa, da drüben! Oh nein, es ist Milas Dad. Bleib cool, Jorn. Hey, Mila. Was machst du da? Ja, weißt du, Mädchenzeug. Psst, Morphle, hier drüben. Na gut dann. Mach du nur. Bis später, Mila. Wiedersehen, Papa. Sehr gut, Jorn. Es folgt jetzt der nächste Streich. Morphle? Bemal die Wand. Nein. Nein. Gib mal her. Morphle ein. Ein Polizeiauto. Nein. Ein Feuerwehrauto. Nein. Dann ein Elefant. Nein. Danke, Morphle. Es ist soweit. Mit dieser Erfindung wirst auch du dich verwandeln können. Genau wie Morphle. Cool. Ich bin eine Katze. Jetzt kannst du mich nicht fangen.
Versuch mich jetzt zu fangen. Lass uns Dinosaurier spielen. Ich weiß, welcher Saurier ich sein will. Der größte von allen. Wow! Der Argentinosaurier. Rutschen! Sieh dir meinen riesigen Schwanz an. Verbindung ist kaputt. Ich kann mich nicht mehr zurückmorphen. Professor Rashid! Ja, du hast recht. Ich muss zu Professor Rashid zurück. Aber ich bin so groß, ich komme nicht an den Bäumen vorbei. Morphin, Morphin, einen Kran. Ich habe die Erfindung kaputt gemacht und kann nicht mehr morphen. Kein Problem. Das ist im Nu repariert. Mila! Morphe in Mila! Das können Sie zurückhaben, Professor Rashid. Ich überlasse das Morphen, lieber Morphe. Der Schatz liegt. Pirat Morphel. Morphel sagt nichts, Pirat Mila. Piratenspielen macht so viel Spaß. Vielleicht können wir Bruder Zeit fragen, ob er uns in die Piratenzeit mitnimmt, um echte Piraten zu treffen. Mr. Action will auch Piraten treffen. Bruder Zeit, bring uns bitte in die Zeit der Piraten. Sieh dir die ganzen Piratenschätze an, Morphel. Captain Blauhut, wir haben Eindringlinge auf unserem Schiff. Ei, Gelbbart, und sie wollen wohl unsere Schätze klauen, kein Zweifel, jawohl. Nein, gar nicht, sperr sie ein. Gruselige Piraten weg? Ich denke schon, Morphel. Schnell verwandle dir lange Arme, um den Schlüssel zu holen, damit wir fliehen können. Schlüssel fallen lassen. Sorry. Morph in eine Maus. Dann kannst du ganz einfach durch das Gitter krabbeln. Joho, lass uns los. Müssen Mr. Action gestohlen haben. Ah, ah. Keine Sorge, den holen wir uns zurück. Morphel hat Angst. Ohne Mr. Action. Das ist ein besonderes Piratenamulett. Es hat die Macht, seinen Träger sich sehr mutig fühlen zu lassen. Ah. Morph, in ein Rennboot, damit wir die Piraten superschnell erwischen. Ha 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 ha!
Fußspuren. Wenn wir ihnen folgen, werden wir die Piraten finden und Mr. Action retten. Morphle hat keine Angst. Morphle hat mutiges Amulett. Das stimmt. Oh nein, die Fußspuren enden hier. Die Piraten müssen diese Lianen hochgeklettert sein. Sie sind zu rutschig. Morphle, verwandle dich in einen Drachen, um uns nach oben zu fliegen. Sieh mal, es ist das Piratenmädchen und sie hat einen Drachen bei sich. Du bekommst niemals unseren Schatz. Geh weg! Hilfe! Morphle, wir müssen ihnen helfen. Bitte tu uns nicht weh mit deinem formwandelnden Drachen, du grimmiger, schatzraubender Pirat. Hä? Das ist doch nur mein Zaubertier Morphle. Und ihr seid die grimmigen, schatzraubenden Piraten. Nein, ihr seid das. Wir tun doch nur so, als wären wir Piraten. Wir sind überhaupt nicht grimmig. Sag mal, kennen wir uns irgendwoher? Ich denke nicht, nein. Ich bin Mila. Und ich bin Captain Blauhut. Und das hier ist mein erster Offizier Gelbbart. Wir sind die verloren und gefunden Piraten. Wir finden verlorene Schätze und bringen sie ihren Besitzern. Wir versuchen herauszufinden, wem dieser hier gehört. Mir, Mr. Action, mein Schatz. Also, wer will Piraten spielen? Ich. Ich kann's kaum erwarten, die Schmetterlingsblume zu sehen, Papa. Oh ja, die nach Banane duftende, schmetterlingsscharffarbene Blume. Beheimatet auf der Dschungelinsel. Und heute ist der Tag der Blüte. Yay! Ich glaube, dass wir sie schon bald finden werden. Ich will unbedingt ein Foto von ihr. Könntest du mir meine neue Kamera reichen, Mila? Animi! Zum Glück hat Animi mit seiner magischen Kraft nicht alle unsere Sachen zum Leben erweckt. Hallo! Sieht aus, als hätten wir einen blinden Passagier. Jetzt hat er alles zum Leben erweckt. Hey, warte! Meine Kamera läuft davon. Mr. Action ist weg. Morphle vermisst ihn schon. Und die Wasserflasche ist auch weg. Holen wir sie uns wieder. Papas Kamera hat ein Foto mit Mr. Action gemacht. Mr. Action! Aber wo ist er? Da sind Bäume, ein Fluss und ein Krokodil. Er ist im Sumpf. Da ist Mr. Action. Morphle, verwandle dich in ein Rennboot, um ihn zu fangen, bevor ihn die Krokodile beißen. Morphle hat Angst. Krokodile beißen. Sie werden dich nicht beißen, wenn du auch ein Krokodil bist. Mr. Action zurück in ein Spielzeug. Jetzt ist er sicher. Morphle hat Durst. Keine Sorge, Morphle. Wir finden bald unsere Wasserflasche. Seht mal, noch ein Foto. Ein Affe hat unsere Wasserflasche. Er sitzt in einem Kokosnussbaum.
Und ich weiß, dass sie in sandiger Erde wachsen. Sandige Erde? Das muss der Strand sein. Ich kann Bananen riechen. Ich glaube, die nach Banane duftende Schmetterlingsblume ist in der Nähe. Du riechst die Banane, die der Affe frisst, Papa. Und er hat unsere Wasserflasche. Morphle, verwandle dich in einen Affen. Morphle verwandelt nicht. Morphle zu durstig zum Verwandeln. Ich hole die Flasche zurück. Ich komm nicht ran. Mila, schubs mich an. Mimi, zauber unsere Wasserflasche zurück. Seht mal, noch ein Foto. Es ist die Schmetterlingsblume und sie ist am Meer. Hier könnte deine Kamera sein, Papa. Riecht es für euch auch nach Bananen? Animi, zauber Papas Kamera zurück. Oh, Animi. Mila! Ich komme, Papa. Affe will spielen mit Morphle, wie Mila immer. Los, spielen wir in der Stadt. Okay, Mila. Ja! Morphle! Morphle! Morphle ist weg! Wir müssen ihn suchen! Ah, Mila! Sei ein Schatz und bring diese Kekse zu Geraldo für seine Eiscreme-Sandwiches. Aber zerbrich sie nicht! Aha! Okay! Morphle, verwandeln, Elefant. Kekse. Morphle, verwandeln, T-Rex. T-Rex? Nicht in meiner Stadt. Stopp, Mila und Morphle. Morphle, verwandeln. Rakete. Los geht's. Aber Mila. Los, Morphle. Hey, komm zurück. Frisch gebackene Kekse von deiner Tante. Perfekt für meine Eiscreme-Sandwiches. Mila und Morphle, was habt ihr getan? Mila? Oh. Da bist du ja, Mila. Du bist verhaftet, weil du Unruhe stiftest in meiner Stadt. Sie müssen sich irren, Polizist Freeze. Mila war die ganze Zeit bei mir. Da! Mila? Mila? Ich
Ich weiß nicht, welche Mila ich verhaften soll. Egal. Orphel, warum tust du so, als wärst du ich? Orphel will Mila sein und spielen mit Morphel. Aber Mila sein ist schwer. Oh, Orphel. Hat jemand Lust auf mein brandneues Keksstreusel-Eis-Spezial? Ja! Und dann sprang das große Monster aus dem Gebüsch und brüllte. So, das war's für heute. Schlaft gut, Mila und Morphel. Gute Nacht, Mama. Orphel erschreckt Mila und Morphel auf. Krokodil? Das sieht für mich wie ein Ball aus. Morphel, guck mal. Affen. Lustig, lustig. Springen könnten. Gruselig! Ein T-Rex! Da ist Orphel. Ich wusste es. Orphel? Jagen wir ihm auch Angst ein, Morphel. Gehen wir an den Strand, Morphel. Verwandle dich in ein U-Boot. Hey du, Seemonster. Wir wollen Orphel erschrecken. Willst du uns helfen? Hallo, Kleiner. Was hältst du von meinem gruseligen Freund? Was hast du getan, Kleiner? Ich habe Angst vor Kürbissen. Der Preis für den gruseligsten Kürbis geht an...
Apfel. Es ist nicht sicher. Überall sind Kürbisse. Natürlich. Es ist Halloween. Mein Preis hat es auf mich abgesehen. Irgendwas stimmt hier nicht, Morphel. Finden wir es heraus. Ich habe Angst vor meinen Eis. Immer mit der Ruhe. Tu mir nicht weh. Guck mal, Morphel. Oh nein, ich habe Angst vor Wissenschaft. Es sieht so verschreckt aus. Mitzufahren. Ich kenne da vielleicht einen bestimmten Professor, der da helfen könnte. Das wird dich in einen Erwachsenen verwandeln. Aber willst du das auch wirklich machen, Mila? Auf jeden Fall. Na gut, los geht's. Mila ist so groß. Mila, bist du das? Oh nein, ich bin Milas Tante. Wow, ihr seht euch so ähnlich. Also, du bist groß genug. Viel Spaß. Erwachsen bin, kann ich tun, was ich will. Erwachsen? Komm mit, Morphel. Wer will auf dem Delfin reiten? Ich will. Tut mir leid, Miss, aber Sie sind viel zu groß, um auf dem Delfin zu reiten. Tun, als wäre ich eine Lehrerin, Morphel. Tut mir leid, Miss, aber Sie dürfen hier nicht rein. Ich bin Milas Tante. Ah, ich habe von Ihnen gehört. Sehr erfreut, aber Mila ist nicht hier. Und ich muss zurück zum Unterricht. Wiedersehen. Erwachsensein wird langsam langweilig. Das ist ein Kinderspielplatz, Miss. Ich muss Ihnen eine Strafe geben. Oh, tut mir leid, aber ich kann das nicht bezahlen. Ich habe kein Geld. Dann schlage ich vor, dass Sie sich einen Job suchen.
Es reicht. Ich will nicht mehr erwachsen sein. Bist du sicher, dass du wieder ein Kind sein willst? Ich war mir noch nie so sicher. Mila, hast du schon gehört? Was denn? Sie bauen noch eine Achterbahn. Diesmal wird sie noch größer. Das ist schön. Willst du nicht wieder erwachsen werden, um drauf zu fahren? Auf keinen Fall. Erwachsensein war nicht so lustig, wie ich dachte. Ich werde es genießen, ein Kind zu sein, solange ich kann. Tick, du bist dran. Komm zurück. Okay? Ich weiß, was dich aufheitern wird. Meine Erfindung ist fertig. Kommt und schaut. Das ist mein neues Jugendserum. Ich zeige es euch an meinem Assistenten. Das ist so süß. Welpe. Heilige Reagenzgläser, Morphle. Wie kümmere ich mich bloß um ein Baby? Oh, weia. Morphle, du musst sie zu Papa bringen, während ich ein Gegenmittel erfinde. Oh, weia. Morphle? Nicht weinen. Mila hungrig. Oh.
Hallo, Mila. Oh, hey, Morphle. Oh, wie bin ich froh, dich zu sehen. Ich hatte den komischsten Traum. Ich hab geträumt, ich wäre ein Baby. Wie albern. Mila, Morphle, ich hab Limonade für euch gemacht. Limonade! Oh, oh, ups. Oh, ich räum später auf. Zuerst muss ich mein Buch zu Ende lesen. Oh nein, Morphle-Turm! Mila, du zerstören Morphle-Turm! Ich hab deinen Turm nicht zerstört. Oh! Du hast meine Zeichnung ruiniert, Morphle. Nein, Morphle nicht! Nein, nein. Hm, wie wär's, wenn ihr zwei was anderes machen würdet? Hm, ja. Yeah. Klar. Ich bin Professor Evil. Mr. Action ist hier, um dich zu stoppen. Morphle, Mr. Action. Klar. Ich habe eine Maschine gebaut, die jeden sofort einschlafen lässt. Oh nein, Mr. Action, stopp dich. Das ist so spannend. Au. Ich räum das mal weg. Okay. Ha, wo war ich noch? Du hast noch nicht gewonnen, Mr. Action. Mit der Hilfe von... wo ist die Truhe hin? Mr. Action! Warum hast du die Truhe weggeräumt? Morphle, nicht weg, Truhe! Mila, bau es wieder auf! Dein doofes Gebilde nicht zerstört! Gebilde nicht doof? Mila ist doof! Weißt du was? Ich werde ohne dich weiterspielen. Nein! Morphle spielen ohne Mila! Morphle spielen ohne Mila! Da, 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 da. Wusch! Keine Mila, kein Spaß! Och, ich weiß nicht, was ich zeichnen soll. Morphle hätte bestimmt eine Idee. Das war ein tolles Buch. Tut leid. Ich hätte nicht so wütend werden sollen, dass du meinen Buntstift gebrochen hast. Hm? Oh, das war nicht Morphle. Das ist leider mir passiert. Was? Was? Oh, hast du denn auch Morphles Turm umgestoßen? Ja. Und das Spielzeug weggenommen? Ja. Und zerstört Stöckchengebilde? Vielleicht. Mila und Morphle wieder Freunde? Na klar! Tut mir leid, dass ich das alles angestellt habe, ihr zwei. Es tut mir leid, dass ihr wegen mir gestritten habt. Darf ich denn auch euer Freund bleiben? Na klar, Papa! Ja! Oh. TV. Das ist der Giant Orphalus. Er ist das größte magische Haustier, das wir haben. Ich habe keine Zeit, mit ihm Gassi zu gehen. Könntet ihr beide mir helfen, Mila und Morphle? Natürlich, Papa. Er ist so stark. Morphle, verwandle dich in einen Roboter. Kommt, wir gehen in den Park. Thank you.
dich in einen Riesenroboter, damit du mit dem Giantophilus Fangen spielen kannst. Okay, wir sind dran. Wir kommen dich holen, Giantophilus. Seid ihr ja. Ist alles gut gegangen? Ja, Papa. Es lief super. Und da habe ich die schönste Blume meines Straußes gefunden. Schade, dass ich sie nicht ins Wasser gestellt habe. Wundervoll. Ich meine die Geschichte. Schade um die Blumen. Als nächstes erzählt von ihrem Wochenende Mila. Juhu! Mein Wochenende hat friedlich angefangen. Ich spielte gerade mit Morphel, als plötzlich... Mila, wie schrecklich! Asteroiden werden die Stadt treffen. Und wir müssen sie aufhalten. Klingt nach Ärger. Verwandle dich in einen Riesenroboter. Morphel, verwende Super-Mega-Schlag. Du bist mein Held. Meiner auch. Das ist super. Morphel ist so cool. Klingt nach einem spannenden Wochenende, Mila. Wer ist jetzt dran? Oh, ich fange gerade erst an. Oh, Mila, die Banditen haben einen riesigen Drachen. Jetzt kann ich sie auf keinen Fall festnehmen. Morphel, verwandle dich wieder in einen Roboter. Wärmen wir sie ein bisschen auf. Nimm das Super-Ultra-Hitzeschild, Morphel. Auf keinen Fall! Nein! Du dämlicher Drache! Mein Held! Das wird ja immer besser. Hey, bist du sicher, dass das wirklich so passiert ist, Mila? Na klar doch. Und ich bin noch nicht fertig. Und das Hitzeschild. Klasse. Der Drache zittert bestimmt irgendwo in seiner Höhle. Hey, warte. Das ist mein Auto. Morphel? Roboter! Ihn retten, Morphel. Super Mega Autozerstörung. Tut mir leid, Mila, aber lila Weltraumhäschen? Wirklich? Na, das habe ich doch gesehen. Pause, Kinder. Oh,
Kinder heutzutage. So eine lebhafte Fantasie. Oh je! Na, es ist gut, dass wir das Auto genommen haben. Es ist heute kühl draußen. Papa, was ist los? Schrumpfen wir? Nein, das Auto wächst. Ich komme nicht mehr an das Steuerrad ran. Schnell, Morphle, verwandle dich in ein Flugzeug. Du musst es anhalten. Verwandle dich selbst in ein riesiges Auto. Hatschi! Hey, was passiert mit meinem Auto? Hatschi! Hatschi! Sieht so aus, als wäre es noch nicht vorbei. Alles wird bald okay sein, Phoebe. Trink Tee und halte dich warm. Deine Erkältung wird in ein paar Tagen vorbei sein. Aus dem Weg, alle zusammen! Geht mir alle aus dem Weg! Oh nein! Er fährt aufs Wasser zu! Oh. Ah nein, meine Wagen. Schnell, Morphle, verwandle dich in einen riesigen Abschleppwagen. Ah, danke, Morphle. Oh, du hast meine Eis gerettet. Hey, Mila, was macht ihr hier alle? Und warum ist das Auto so groß? Ich befürchte, das warst du, Phoebe. Jedes Mal, wenn du genießt hast, hast du deine Magie benutzt. Oh nein! Aber keine Sorge, nichts Schlimmes ist passiert. Kommt, wir bringen alles zum Alten zurück. Morphle, verwandle dich in eine Rakete. Male. Ich glaube, alle könnten was Süßes nach diesem Abenteuer gebrauchen. Und ich habe sehr viel Eis. Morphle, könntest du es für mich holen? Verwandle dich in einen riesigen Bagger. Dich in einen Kippenlaster, Morphle. Hm.
Was ist dieses Geräusch? Oh nein! Oh nein! Fang sie auf, Morphel! Wo ist dieses Ding hergekommen? Oh nein! Passt alle auf! Mama Mia! Oh nein! Affe! Gar, hören Sie auf, mir zu folgen, Herr Ball! Guck mal, Morphel, er braucht unsere Hilfe! Gut gemacht, Morphel. Oh, danke schön. Ich konnte ihn nicht loswerden. Oh, oh, nein, nicht schon wieder. Fang ihn, Morphel. Guck mal, noch einer. Ah, so ein guter Junge, Morphel. Aber es ist ein zu spät. Die Bälle haben alle meine Kunden verjagt. Komm, wir räumen hier auf, Morphel. Vielen Dank. Aber habt ihr irgendeine Ahnung, wo die Bälle herkommen? Noch nicht. Aber wir werden es rausfinden. Sie kommen aus dieser Richtung. Komm, wir folgen ihnen weiter. Schön Probleme in der Stadt mit diesen Golfbällen. Kein Golf? Na, beim Golf geht es nicht nur darum, den Ball möglichst doll zu schlagen. Nicht? Nein, man muss auch zielen. Kommt, wir üben das stattdessen. Okay. Wir sind bereit. Guter Schlag. Nächstes Mal ein bisschen weicher. Nächste Runde. Süßer kleiner Freund, es ist wirklich seltsam, aber eines Tages wirst du groß und beängstigend sein. Mit dieser Fernsteuerung, gestohlen von Professor Rashid, können wir diese Tiere in Riesen verwandeln. Die Banditen verwandeln alle Tiere in Giganten. Oh nein, wir müssen ihnen die Fernbedienung wegnehmen. Morphel, verwandle dich in einen Superhelden.
Bei euch piept's wohl. Ja, ja, Sapsi. Oh oh, das war wohl nicht so schlau. Wir kommen zurück. Ja! Toll! Lass uns jetzt die anderen Tiere zurückverwandeln. Da ist der Pinguin. Toll! Weiter geht's. Da bist du ja, Löwe. Aber, oh nein, ihr seid ja so klein jetzt. Aber ihr seid immer noch tolle Tiere. Wow!
Wie wär's mit einer kleinen Geschichte vom Schlafengehen? Gute-Nacht-Geschichte! Es war einmal in einem fernen Königreich. Da lebten ein tapferer König und seine schöne Tochter. Doch dann kletterte ein Riese den Turm zu ihrem Schlafzimmerfenster hoch und entführte die Prinzessin. Was? Warum entführt der Riese nicht mal stattdessen den König? Aber wer rettet denn dann den König? Die Prinzessin natürlich. Morphle! Und Morphle. Na gut. Der Riese entführte den König und rannte mit ihm weg. Hilfe! Oh, Prinzessin, rette mich! Oh nein, wir müssen den Riesen aufhalten. Morphle, verwandle dich in eine Ritterrüstung. Perfekt! Jetzt könnt ihr den König retten. Nein, wir brauchen erst ein Schwert. Ja, ein magisches Schwert. Ja, ein magisches Schwert. Aber der Riese kommt davon. Ich weiß, in dem Felsen da steckt ein magisches Schwert. Komm, ich versuch's mal. Das gesehen? Okay, also was ist so magisch am Schwert? Es kann jedes Monster besiegen, indem es einen Regenbogen macht, sodass sie glücklich sind. Was? Tut uns leid, alle zusammen. Wir haben eure Sachen geklaut, während ihr beschäftigt wart. Bis wir diesen wunderschönen Regenbogen gesehen haben. Wir wollen nicht mehr böse sein. Oh, alles klar. Aber wie findet ihr jetzt den König? Der Riese ist schon lange weg. Ihr solltet den Drachen fragen. Ja, der Drachen wird es wissen. Nein, ihr müsst den Riesen finden. Die Geschichte geht um den Riesen. Nehmt mein Pferd, um den Drachen zu besuchen. Oh, vielen herzlichen Dank. Na gut. Auf zum Drachen! Aber wisst ihr überhaupt, wo der Drache wohnt? Na, da drüben natürlich. Seid ihr sicher, dass ihr reingehen wollt? Es sieht gruselig aus. Die Prinzessin konnte nicht sehen. Es war viel zu dunkel in der Drachenhöhle. Hallo? Also beschloss sie, den Riesen zu suchen. Aber zuerst erhellte das magische Schwert der Prinzessin die Höhle. Okay, okay, netter Trick. Ihr wollt bestimmt wissen, wo der Riese lebt, oder? Ihr solltet zum Berg nebenan gehen. Wirklich? Der Berg, wo die Hexe lebt? Also besuchen wir sie zuerst? Okay. Auf zur Hexe! Oh nein. Hier ist die Hexe. Fragt sie. Oh, hallo. Hallo, Frau Hexe. Wir suchen nach dem Riesen. Können Sie uns helfen, ihn zu finden? Ja, ich weiß genau, wo er wohnt. Geh ein paar Schritte zurück, meine Liebe. Noch ein bisschen mehr, bitte. Ah, natürlich, die Burg des Riesen. Und da ist der Riese. Er ist so groß und gruselig.
Du musst mich retten, Prinzessin. Aber erst musst du mich besiegen. Und dann machte die Prinzessin den schönsten Regenbogen, den man je gesehen hatte, und verwandelte den Riesen von böse in gut. Was? Und zur Feier des Tages gab es eine Teeparty. Yay, ich bin gerettet. Ich glaube, damit ist die Geschichte wohl zu Ende. Das war die beste Geschichte aller Zeiten, Papa. Findet ihr wirklich? Kannst du uns noch eine Geschichte erzählen? Naja, ich kann euch morgen noch eine Geschichte erzählen. Aber jetzt ist es Zeit zu schlafen. Im Schlaf könnt ihr euch jede Geschichte erträumen, die ihr wollt. Los, Morphel. Gehen wir auf ein großes Abenteuer. Na bitte, jetzt kann die Teeparty beginnen. Juhu, Tee! Ich weiß, wie wir das Ganze noch lustiger machen können. Animi, kannst du das Spielzeug mit deinen magischen Kräften zum Leben erwecken? Das sieht aus wie eine richtige Party. Hey, Mila und Morphe, kann ich mir Animi für eine Weile ausleihen? Es gibt etwas, bei dem ich wirklich seine Hilfe gebrauchen könnte. Klar, Papa. Animi scheint gerne helfen zu wollen. Hey, kleiner T-Rex. Lass das Baby in Ruhe. Du hast deine eigene Tasse. Schon, seid nett zueinander. Inkra, mach den T-Rex auch noch größer, damit sie zusammenspielen können. Nein, Inkra, der ist viel zu groß. Inkra ist zu müde, um seine Zauberkräfte zu verwenden. Wir müssen sie aufhalten, bevor etwas Schlimmes passiert. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ein Riesenbaby läuft frei herum. Fang das Auto, Morphel. Gut gefangen. Lass mich dir diesen Preis überreichen. Keine Zeit. Wir müssen weiter, Morphel. Achtung! Keine großen Babys oder Dinosaurier auf den Gebäuden in meiner Stadt. Oh nein! Wir müssen Polizist Freeze helfen. Morphel, verwandle dich in einen Superhelden-T-Rex. Danke, Morphel. Oh, wir müssen sie aus der Stadt bringen, bevor sie richtiges Chaos anrichten. Verwandle dich in einen Hubschrauber, Morphel. Willst du den Hubschrauber? Na, dann folge uns. Wer hat Lust zu spielen? Super durstig! Juhu! Deine Kräfte sind zurück, Inkra! Hey, Leute!
Herzlichen Glückwunsch! Du hast dieses große Baby-Kuscheltier gewonnen! Wow! Morphle, mach dir starke Arme! Oh! Großes Baby, komm, wir machen eine große Teeparty. Morphle spielt Pirat. Animi, kannst du dieses Babykuscheltier zum Leben erwecken? Hallo, Bauarbeiter Lawrence. Hallo, kann Animi mir auf der Baustelle helfen? Alles klar, wir werden bald zurück sein. Beeil dich, Animi. Die Legende besagt, dass oben auf dem hohen Berggipfel ein schreckliches Monster lebt. Wenn es hungrig ist, kommt es runter in diesen Wald und sucht nach Kindern, damit es sie fressen kann. Das war eine lustige Gruselgeschichte, oder? Morphle, verwandle dich in einen riesigen Roboter. Vor dem Monster. Morphle wird mich beschützen. Ha! Ich glaube nicht, dass das Monster überhaupt echt ist. Ja, das war nur eine Geschichte. Warum gehen wir nicht hin und finden es heraus?
dich in einen Hubschrauber. Okay, aber ich bin mir sicher, dass wir nichts finden werden. Sicher, dass wir da drin keine Monster finden werden. Da kommt eine Kreatur raus. Haha, siehst du? Es war nur ein Vogel. Hier gibt es keine Monster. Ein Monster? Es ist echt. Hey, das ist kein Monster. Das ist unser Freund der Bergriese. Er ist nicht gruselig. Nein, er ist ein super liebes Wesen. So, Kinder, habt ihr das Monster gefunden? Ja, haben wir. Ja, und es war richtig freundlich. Aha, aha, und wir haben den ganzen Tag gespielt. Natürlich habt ihr das. Natürlich habt ihr das.